vergrößern, verkleinern. Das erste Duell zwischen Liverpool mit Mohamed Salah und Bayern mit David Alaba spaltet die internationale Presse. Urheberrecht Sport 1 Montage, Mark Till, Getty Images, Tumblr 20. Februar 2019, 11.36 Uhr Lesedauer, 2 Minuten. Das Hinspiel im Champions League-Achtelfinale zwischen Liverpool und Bayern sorgt für geteilte Meinungen. Sport 1 zeigt die internationalen Pressestimmen. Trainer Niko Kovac war sich sicher, dass Tore fallen würden. Zumindest dieser Erwartung wurde das Duell FC Liverpool gegen FC Bayern nicht gerecht. Trotzdem beschäftigt das torlose Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League die internationalen Medien. Bayern-Präsident Uli Hoeneß zu Gast im Check 2-4 Doppelpass am 24. Februar ab 11 Uhr live im TV auf Sport 1. Dabei sorgen die Partie und ihr Ergebnis für geteilte Meinungen. Wer profitiert vom 0:0 im Hinspiel? Sport 1 zeigt die internationalen Pressestimmen.